was. Kann der jetzt ja eigentlich hier durch? An die ganzen Javas, wollte ich gerade sagen. Die ganzen Leute. Oder anders gesagt, Taskenräuber, was ja auch ein sehr beliebter Name für diese Sandleute ist. Halt, mir fehlen noch zwei. Den Bonus will ich mitnehmen. Oh, die ist in der dunklen Seite. Hoppala. Ja, dunkel 1. Wir sind also so ein bisschen Arschlochkopfgeld hier. Entschuldigt, ich bin damit beschäftigt, diesen Herrschaften Gleiter zu verkaufen. Welchen Herrschaften? Dem da? Naja, egal. Wohin des Weges, Tiresias? Nirgendwohin mit all den Dünenratten, die an mir kleben. Danke für eure Hilfe. Ist doch sicher alles startklar? Ich habe die Berechnung viermal überprüft, Herr. Mit den Schilden auf Minimum. Ja, ja, schon gut. Dann müssen wir nur noch unseren Freund hier loswerden. Am besten, man nimmt alles selbst in die Hand. Eröffne das Feuer, NK! Willst du das wirklich? Naja, von mir aus. Drin, das ist so nervig. In Ordnung, ihr habt gewonnen. Ich schlage euch ein Geschäft vor. Na dann los, ich höre. Ich tue das nur ungern, aber mir bleibt keine Wahl. Das ist der berühmte Stern von Alderaan, das wertvollste Juwel in der Galaxis. Nein, Herr, nicht Ihren kostbarsten Besitz. Wir müssen kämpfen. Ruhe, NK. Wir hätten keine Chance. Die Königsfamilie auf Alderaan würde ein Vermögen zahlen, um dieses Juwel wiederzubekommen. Lasst mich gehen und das gehört euch. Sehe ich so leichtgläubig aus? Ein Versuch war es wert. Nehmt das Juwel trotzdem. Ich bestehe darauf. Kommt her, meine Kleinen. Es gibt Futter. Ach, dieser Tiresias. Er gibt aber auch nicht auf, das muss man ihm lassen, ne? Tiresias ist zum Cockpit gegangen. Schnappen wir ihn uns. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Wir reden später, wenn es sicher ist. Ja, wollte auch nicht mit dir reden. Bin auch so sehr auf dich draufgekommen. Schon, du Schrotthaufen! Verdammt! Ich wusste, dass die Energie nicht zum Starten ausreicht. Hier ist Endstation für euch, Tiresias. Ihr seid der zäheste, hartnäckigste Kopfgeldjäger, den ich je getroffen habe. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Gebt mir Arbeit! Verschont mein Leben und ich werde für euch arbeiten. Wie klingt das? Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich euch glauben würde, Tiresias? Ich habe es satt, davon zu laufen. Mein Vermögen ist weg und noch immer werde ich gejagt. Ich wünsche mir Tiresias Lokais Tod genauso sehr wie jeder andere. Was wäre, wenn ich euch erzählen würde, dass es einen Doppelgänger von mir gibt? In jeder Hinsicht perfekt. Nicht mal ein Bioscanner könnte einen Unterschied feststellen. Wo habt ihr diesen perfekten Doppelgänger her? Ein Wissenschaftler auf Nar Shaddaa hat ihn hergestellt.
Nicht zu glauben, was man da alles kaufen kann. Mein Doppelgänger ist schon tot, in Carbonit eingefroren. Tun wir einfach so, als wäre er ich. Sobald ich für tot erklärt wurde, stelle ich euch mein Talent, Wissen und meine Kontakte zur Verfügung. Stellt euch vor, was wir alles erreichen könnten. Wer sagt mir, dass ihr nicht schon beim nächsten Raumhafen abhaut? Euer Misstrauen verletzt mich sehr. Aber es zeugt von eurer Intelligenz. Ich sage es nur ungern, aber er könnte uns eine große Hilfe sein. Ich schwöre, dass ich niemals abhauen werde. In eurem Dienst ist es lange nicht so gefährlich wie auf der Flucht vor euch. Selbst wenn ich entkäme, würdet ihr mich erneut finden. Ganz ehrlich, wer möchte diese Unterhaltung schon zweimal führen? Wer sich mit mir anlegt, ist Geschichte. Wollen wir jetzt zum Laderaum gehen und meinen Doppelgänger holen? Da ist mein Doppelgänger. Sollte nicht lange dauern, ihn aufzutauen. Es muss glaubwürdig aussehen. Ein paar Blaster-Einschüsse sollten reichen. Wollt ihr die Ehre übernehmen? Wir erzählen allen, dass ihr einen ruhmreichen Tod gestorben seid. Bei den Sternen! Ich bin froh, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Lasst mich meine Ausrüstung einsammeln und wir können uns auf den Weg machen. Nun werde ich einen neuen Namen brauchen. Immerhin ist Tiresius Loca jetzt tot. Was haltet ihr von Gautreno? Ich finde, das hat was. Nennt euch, wie ihr wollt. Dann heiße ich jetzt Gautreno. Ein guter Name für ein aufregendes neues Leben. Warum verbringt ihr und Gault nicht etwas Zeit zusammen und lernt euch besser kennen? Ich sehe euch dann auf dem Schiff. Geht voran, mein furchtloser Freund. Gault ist zu allem bereit. Tja, Gault. Ich will dich aber nicht dabei haben. Ich finde Mako ehrlich gesagt sympathischer. Braucht ihr Hilfe? Ja, brauche ich. Ich will nicht diesen Gault neben mir haben. Warte mal. Hierhin bitte. Okay, die Kantina wäre doch schlau gewesen. Na egal. Was soll es? So, verschwinden wir mal von diesem öden Planeten. Gibt sicherlich interessantere Planeten als Tatooine. Die Richtlinien des Ministeriums für biotische Wissenschaften billigen den Luftschleusenausstoß als akzeptable Methode zur Beseitigung von Überträgern der Rakul-Seuche. So, damit hätten wir Tatooine auch schon wieder abgeschlossen. Sehr schön. Ich freue mich. Unterkommen, Moment. Hier. Hey, ihr seid zurück? Und Tiresius lebt immer noch. Ihr beiden hängt wohl aneinander, was? Mein Name ist Gault. Schon vergessen? Gault-Reno. Und ja, wir kommen ganz prächtig miteinander aus. Tatsächlich. Soweit, so gut. Er ist ein berüchtigter Schurke.
Ich habe ein neues Leben begonnen. Außer natürlich, es wird ein berüchtigter Schurke benötigt. Ich habe genug von sengender Hitze und Sand. Wie wäre es, wenn wir uns dem nächsten Ziel widmen? Oh Mann, jetzt wollte ich gerade was trinken, heimlich. Okay, so, jetzt kann ich aber was trinken. Ich habe Tiresias Loka eliminiert. Das glaube ich erst, wenn ich den Scan sehe. Na, wer hätte das gedacht? Der Bioscan der Leiche passt. Du hast gerade sehr viele Verbrecherbosse sehr glücklich gemacht. Außerdem ist die Konkurrenzliste um einen Eintrag kürzer. Tiresias Loka kommt auf deine Liste. Bleib weiter so hungrig, Jäger. Na, aber immer noch. Ein wunderschönen Blaster, den wir nicht brauchen, und ein Level-Up, was wir immer brauchen. Ist was zu lernen? Okay, dann. Lass mal den Professor hier weg. Dann nach Alderaan. Immer wieder, wie schön Alderaan sein soll. Sieht so aus, als würde ich es mitten in einem Krieg sehen. Wenigstens wird es auf den Holos noch gut aussehen. Sehenswürdigkeiten sind erst nach der großen Jagd an der Reihe. Wenn dann noch etwas zum Ansehen übrig ist. Vergesst es, ihr versteht es doch nicht. Willkommen auf Alderaan, Jäger, dem ehemaligen Touristenzentrum der Kernwelten. Dein Ziel hier auf Alderaan ist ein Adliger, der Durastal-Duke genannt wird, weil er für seine unglaubliche Überlebensfähigkeit bekannt ist. Tausende Attentäter haben vergeblich versucht, den Duke zum Schweigen zu bringen, aber dich hat er ja noch nicht getroffen. Zuletzt wurde er beim Haus Girard gesehen. Sie sind Gäste des Hauses Thule, also würde ich die Suche dort starten. Viel Glück. Sieht so aus, als hätte sie ein paar Details vergessen. Ein Glück, dass ich dabei bin. Erzähl mir mehr. Ich hasse Überraschungen. Nur ein kurzer Überblick. Als die Königin von Alderaan vor ein paar Jahren gestorben ist, hat sich der Oberbefehlshaber des Militärs zum König erklärt. Das hat aber nicht funktioniert, sodass nun die drei größten Häuser um die Krone kämpfen. Mal sehen, wer sie am meisten haben möchte. Ich bin auch für zusätzliche Credits. Aber vergesst bitte dabei nicht die große Jagd. Kommt schon, wir sollten dem Haus Girard besser einen Besuch abstatten. Oh, eine Sache noch. Die Adligen von Alderaan sind anders. Sie halten sich für unbesiegbar und lassen sich nicht leicht beeindrucken. Ganz egal, wie groß die Waffe ist, mit der ihr rumfuchtelt. Dann werden halt ein paar sterben. So einfach ist das. Vorsichtiger beim nächsten Mal. So. Wir werden einen Spaß haben hier mit den Adligen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Jetzt hier rein.
Wo ist das Hintertürchen? Ich hab dem Grünschnabel was aufs Ohr gegeben, weil er meinen Stiefel mit dem Steigbügel zerkratzt hatte. Und pfui, das ist ja widerwärtig. Ignorieren wir es einfach. Vielleicht geht es wieder weg. Ich suche den Durastal Duke. Durastal Duke? Wovon redet dieser Schlägertyp überhaupt? Duke Corwin. Tattergreis. Ach, so nennen sie ihn. Wie drollig. Geht jetzt auf der Stelle. Und zwar durch den Dienstbotenausgang. Die Leute würden reden, wenn jemand wie ihr hier angetroffen wird. Wenn ich euch aus den Stiefeln puste, werden die Leute wirklich was zu reden haben. Lässt du dir das gefallen, Hater? Also wirklich. Die Kreatur ist bewaffnet und gepanzert. Sollen die Wachen sich darum kümmern? Das ist dein erster vernünftiger Vorschlag zu diesem Thema. Verehrte Familie, bitte, widmet euch wieder den Festivitäten. Ich werde mich kurz mit unserem werten Gast hier unterhalten. Seid ihr hier der Boss? Ja, das könnte man so sagen. Du denkst doch nicht im Ernst daran, mit dieser zwielichtigen Gestalt zu verhandeln. Bitte, Onkel. Ich habe die Situation im Griff. Widme dich wieder der Feier. Das meine ich nicht als Bitte. Ich glaube, ich weiß, warum ihr hier seid. Aber das sollten wir lieber unter vier Augen besprechen. Bitte wartet in meinem Büro. Ich komme gleich nach. Alles klar? Also so etwas gab es hier noch. Lust, mal einen kleinen Drink zu mir nehmen. Ich bin ein Kopfgeldjäger und suche den Durastal Duke. Könnt ihr mir helfen oder nicht? Ohne große Umschweife, wie? Es tut mir leid, aber der Duke hat mit seiner Schwester das Haus Girard vor einiger Zeit verlassen. Aufgrund unerfreulicher Umstände. Das Haus Girard hat nun ein persönliches Interesse daran, den Duke zu finden und ihm ein unangenehmes Ableben zu bereiten. Ein Mitglied des niederen Adels behauptet, einen Hinweis zum Duke zu haben. Der Informant besteht aber auf ein persönliches Treffen, was ich nicht möchte. Ich würde daher euch schicken. Formalitäten sind nicht gerade meine Spezialität. Ich erwarte nicht, dass ihr die komplexen Zusammenhänge unserer Gesellschaft versteht, aber ich gewähre euch, in meinem Namen zu verhandeln. Ab jetzt seid ihr Advokat des Hauses Girard. Eine ehrenvolle Aufgabe. Kommt, ich führe euch durch die Ernennungszeremonie. Arrangiert einfach das Treffen. Der Duke wartet. Da habt ihr recht. Lasst uns schnell vorgehen. Für gewöhnlich sind Informationen bei solchen Geschäften doppelt verschlüsselt. Lord Malphus muss also seine Hälfte des Codes eingeben, bevor ihr die Daten erhaltet. Ich werde Malphus mitteilen, dass ihr bald in seinem Lager eintrefft. Zeigt euer bestes Verhalten. Ja, na klar, immer. Wir zeigen immer unser bestes Verhalten, hat man jetzt gerade eben auch gesehen, ne? Sind wir an der Bank festgehangen. Willkommen. Bitte wählen Sie eine Wo soll ich denn hin? Nicht mit dem Taxi, ich okay. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.
sind wir doch mal gespannt.